Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report und einem vielfach gewünschten Video, denn heute fahren wir mit dem neuen ICE 3 Neo der DB Baureihe 408, also die aktuell neuesten Züge in der ICE-Flotte der Deutschen Bahn, und wir fahren heute von Frankfurt nach Siegburg-Bonn. Und den Streckenverlauf seht ihr hier auch auf der Karte. Wir starten im Frankfurter Hauptbahnhof und hier steht er schon, unser heutiger ICE 3 Neo, die nun alle nach und nach in Dienst gestellt werden. Wir haben hier den Zug mit der Nummer 8011, der seit November 2022 zugelassen ist. Und wir steigen mal ein. Wir sehen hier schon mal den Einstieg. Wenig Stufen nur noch vorhanden. Und hier haben wir erstmal die zweite Klasse. Schön gleich rechts erstmal Gepäckfächer. Wir haben also auch in der zweiten Klasse natürlich Vierer Sitzgruppen, auch mit Tisch, kein Schmetterlingstisch, aber immerhin ein Tisch, also natürlich vorhanden, ganz klar. Dann haben wir hier die Sitze der zweiten Klasse, ähnliche Sitze wie im ICE 4 zum Beispiel und im modernisierten ICE 3, aber ein bisschen optimiert. Eine weitere Besonderheit, zwei Steckdosen diesmal. Eine weitere Besonderheit, es gibt eine Tür extra, nur für Rollstuhlfahrer, da ist die Rampe schon mit eingebaut, die haben wir hier gerade gesehen. Und hier haben wir dann das Bordbistro bzw. Bordrestaurant. Optisch sehr schön modern, der Sitzbereich typisch für den ICE, ein bisschen schicker geworden, die Lampen erinnern so ein bisschen noch an frühere Zeiten. Und hier haben wir jetzt die erste Klasse und da schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal ein bisschen genauer an. Was mir schon mal sehr gut gefällt, ist hier der Ein- und Ausstiegsbereich. Deutlich an der Tür schon groß zu erkennen, welche Wagenklasse man jetzt hier hat. Wie immer der rote Streifen im Einstiegsbereich, aber jetzt hier auch nochmal in den Trenntüren, die den Einstiegsbereich vom Sitzbereich trennen, auch nochmal deutlich zu sehen, welche Wagenklasse man hier jetzt hat. Und dann schauen wir uns gleich nochmal den Platz an. Ein weiteres Detail, was ich sehr toll finde: Es wird schon von weithin sichtbar angezeigt, ob ein Sitzplatz reserviert ist oder nicht. Man muss also gar nicht jeden einzelnen Sitzplatz anschauen. Man kann sofort sehen, rot heißt reserviert, gelb heißt gegebenenfalls freigeben. Und wo kein Licht leuchtet, da kann man sich dann auch auf jeden Fall hinsetzen. Sehr angenehm, sehr clevere Idee. Dann haben wir hier jetzt einen reinen Sitzplatz. Wir haben ausziehbare Tische, somit geeignet für Laptops. Wir haben Getränkehalter, die ein bisschen wackelig wirken, also sehr dünnes Plastik verwendet. Mal sehen, wie lange die halten. Ganz toll finde ich, dass man hier einen Smartphone- bzw. Tablet-Halter oben eingebaut hat. Hier seht ihr auch, wie das funktioniert. Kann man also auch auf den eigenen Geräten gut Filme gucken zum Beispiel. Auch ganz hübsch finde ich diesen eingebauten Kleiderhänger. Und dann haben wir natürlich auch eine Steckdose vorhanden. Die Sitze bekannt aus dem ICE 4, also natürlich das optimierte Modell, was etwas weicher und bequemer ist. Gut zu verstellen. In zwei verschiedenen Varianten kann man den Sitz verstellen. Also an und für sich sehr bequem, alles wunderbar. Er ist ein bisschen optimiert gegenüber dem ICE 4. Hier sehen wir erstmal selbst bei voller Verstellung noch genügend Platz. Ich mit 1,95 kann immer noch bequem sitzen. Was auffällt, die Kopfstütze ist anders. Die ist ein bisschen schöner und bequemer als im ICE 4 geworden. Da kann man sich wieder richtig schön anlehnen. Und natürlich haben wir auch die sonstige Ausstattung wie Leseleuchten, Sonnenblenden. Das ganz klar alles vorhanden. Und ja, wie gesagt, die Kopfstütze eben nochmal ein bisschen optimiert, ein bisschen bequemer geworden. Und ganz toll finde ich dieses neue Kissen, was hier angebracht wurde. Wirkt erstmal sehr viel hochwertiger und ist auch sehr, sehr weich, bequem. Also wirklich, der Innenraum gefällt mir sehr, sehr gut. Erinnert ein bisschen an eine Mischung aus ICE 3 und ICE 4. Man hat so ein bisschen von beiden die Vorteile kombiniert. Also der Innenraum hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand die Sitze auch auf die Fahrt jetzt bis Köln auf jeden Fall sehr komfortabel. Später sollen die Züge wohl noch eine andere Innenausstattung bekommen. Es gibt jetzt erstmal 16 Züge bis zum Zug 8016, die diese Ausstattung hier, wie wir sie jetzt sehen, bekommen. Und dann sollen die danach folgenden Züge nochmal eine etwas andere Ausstattung bekommen, die sich dann am neuen ICE-Design orientieren. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie die dann aussehen werden. Aber dieses Design hier, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Einfach ein bisschen moderner und die Vorteile von den anderen Zügen kombiniert. Eine weitere Neuerung, das kann man hier so ein bisschen erkennen. Wenn man es einmal gesehen hat, sieht man es dann in allen Szenen. Es gibt hier mobilfunkverstärkte Fenster, das heißt, ihr habt einen besseren Handyempfang drinnen im Zug. Zusätzlich natürlich zum weiterhin vorhandenen WLAN.
Und wir sind jetzt schon auf der Schnellfahrstrecke angekommen. Die Strecke an sich habe ich euch schon oft genug gezeigt. Darum soll es jetzt hier gar nicht in diesem Video gehen, sondern vielmehr eben um den Zug. Und deshalb kommt jetzt erstmal ein längerer Abschnitt, wo wir uns anhören können, wie der ICE 3 Neo denn so klingt. Und hier nähern wir uns dann unserem heutigen Fahrziel auch schon an, nämlich dem Bahnhof Siegburg-Bonn. Dort werde ich dann aussteigen und umsteigen und dort wird es dann auch im nächsten Video weitergehen. Davor können wir uns jetzt aber gleich noch einmal die Ausfahrt unseres Zuges anschauen und anhören. Und das war es damit auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video dann kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.